Das ist ganz schön viel Plastik, ne? Ja, irgendwas mit so. Auf jeden Fall ein Vierzylinder. Was schätzt der? Was ist es? Ich sag's. Es kann ein. Es ist ein. So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch. Und ich bin heute hier im Büro, denn wir haben Hamid Mossadegh am Start. Der Luxusautohändler aus Hamburg ist drüben in einem anderen Zimmer. Und ich würde gerne herausfinden, weil er sagt ja immer wieder im TV, dass ein gewisses Bauteil so viel kostet wie ein Dacia oder diese Tür so viel kostet wie ein Dacia oder diese Radkappe so viel kostet wie ein Dacia, das da. Ob er denn eigentlich weiß, wovon er dann da spricht. Weil ich habe draußen den Dacia Duster stehen und ich würde mal sagen, wir machen zusammen mit dem Hamid eine Blindverkostung. Ich ziehe ihm dieses Ding hier auf und dann schauen wir mal, ob er den Wagen errät. Also Freunde, los geht's. Schon ein Business machen. Ja, guten immer. Tag, du bist mitten im Video. Ein Geschenk für dich. Was ist das denn? Aufsetzen. Nicht dein Ernst. Aufsetzen. Echt jetzt? Sofort. Ey. Aufsetzen. Scheiße. Siehst du mal was? Nein, natürlich nee. Nicht. Achtung, ich mache hier den Thomas Gottschalk. Ich sehe nichts. Alles klar, folgen. Ihr seid verrückt, ey. Okay, jetzt geht's runter, nicht umknicken. Okay, die Arminia braucht ihr nicht. Ja, ja, definitiv. Wir müssen ja noch die Liga halten. Mega kalt, ne? Das ist brutal, du. Wir haben ja Winter hier. Ich kann mal einsteigen, bitte. Ey, da gehst du einfach weg. Ja, natürlich. Rein in die gute Stube. Alter. Boah. So. Du musst jetzt erraten, erfühlen, riechen und irgendwie ertasten. Und was du fährst, oder was? Ja, ich fahr. Echt? Du musst dich anschlagen. Geht das? Ja, klar. Das geht. Ey, sag mal, was ist das? Hast du eine grundsätzliche Erstvermutung? Nein. Darf ich ein bisschen anfassen? Ja, klar. Boah, das ist aber ganz schön hohl, ne? Mhm. Plastik. Sollen wir mal losfahren? Ja, fahr mal los. Achtung. Das ist ganz schön viel Plastik, ne? Was ist deine erste Vermutung? Was schätzt du? Auf jeden Fall. Warte mal kurz. Stoffsitze. Mhm. Normale Sitze. Schalter? Schalter, ja. Schalter. Oh. Kein Schieber. Kein Alcantara. Nein. Sicher kein Alcantara. Fühl mal genau hin. Nee, das ist kein Alcantara. Das ist so ein, wie nennt man das, Filz oder Vlies oder was? Ja. Alles sehr plastisch. Was schätzt du? Motor? Achtung. Ja, irgendwas mit so, auf jeden Fall ein Vierzylinder. Mhm, richtig. Wie viel Hubraum, was schätzt du? Warte, ich latsche mal Vollgas rein. 1,2, 1,4. Nicht schlecht, ja. Was hat er? 1,3er. 1,3. Turboaufladung, ja, nein? Ja. Mhm. Das hat man sofort gehört. PS? 75, 90. Nee, mehr, ein bisschen mehr. 120. Ja, warte, hör nochmal genau hin. Spürst du das? Ja, maximal 140. Okay. Maximal. Was hat er? 150. Blinkt man einmal? Okay. Hey. Mach mal eine Erstvermutung. Was schätzt du? Was ist es? Es ist, ich kann es dir genau gleich sagen, die haben, also es könnte vom Blinker her nicht passen, weil er sich nochmal anders anhört. Ja, dann ist das ein Facelift oder dann muss es ein neueres Modell sein, weil das ist schon lange, lange her, dass ich mal drin saß. Okay, du bist jetzt schon konkret, ne? Also ich sag's, es ist ein Dacia. Okay. Sicher? Ja, es ist ein Dacia. It was at this moment that he knew he fucked up. Woran erkennst du das? Also, erstmal hier mega viel Plastik. Ja, dann, aber das haben Renault dann, ja, und Skoda ja, auch. Ja, ist ja alles Dacia. Renault. Dachhimmel. Ja. Das ist so typisch Dacia. Okay. Hier auch alles Plastik. Und beim Einsteigen habe ich die Dachreling ein bisschen angefasst. Ah, das, du ist ein bisschen, Sau. Das ist ein Duster. Das ist ein Duster. Das ist ein Duster. Du Sau. Das gibt's ja nicht. Das wäre voll.
richtig? Ja, geil. Aber noch nicht abnehmen, noch nicht abnehmen. Weißt du, wieso wir das gemacht haben? Warum? Weil du ja in den TV-Beiträgen immer sagst, okay, das Stück, das ist so teuer wie ein Duster. Ja, genau. Das ist so teuer wie ein Dacia. Genau. Aber pass mal auf, wir sind noch nicht fertig. Okay, erzähl. Du bist vollkommen richtig, es ist ein Duster. Ja. Aber jetzt geht's los. Ja. Schätze mal, wie viel dieses Auto, so wie es da steht, kostet. So wie es jetzt hier, also Klimaanlage hat, ne? Habe ich eben hier. Ja. Zack. Richtig. Navi? Ist das Navi? Nee. Oder? Bordcomputer? Navi? Vielleicht. Ja. Warte mal. Alex? Ja, elektrische Fenster. Das ist ja auch schon mal bei Dacia was, ne? Ja. Ist halt so. Also, der hat keine Leder. Gibt es überhaupt Leder bei Dacia? Weiß ich gar nicht. Bei das da. Das ist die Frage, ne? Kann ich sie? Der hat normal, also der elektrische System ist bestimmt auch nicht. Mhm. Ist er neu? Ja. Hat er Rückfahrkamera? Hat Rückfahrkamera. Okay. Wenn du mal seitlich an deinen Sitz fest, ist da auch nochmal ein Knöpfle. Sitzheizung. Jo. Ja. Ich würde mal sagen, der kostet neu, so wie hier ist, 12.500. 12.500? Würde ich sagen. Und? Was ist, wenn ich dir sage, dass dieses Auto 10.000 Euro mehr kostet? Wie bitte? Dieses Auto mehr... Jetzt kannst du die Brille abnehmen, das hast du echt gut gemacht. Aber dieses Auto hier kostet 21.800 Euro. Nicht dein Ernst? Mhm. Mehr, Dacia Duster. Mehr geht bei dem nicht. Ach so, ja, guck mal hier, der hat die Sportsitze. Ja. Die haben aber ganz schön viel gemacht, ne? Ja. Das ist... Wow. Gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist gut. Guck mal, mit Touchscreen. Geil. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und weißt du was? Normal, die ersten haben, wenn du Blinker betätigt hast, war so düt, düt, düt. Weißt du? So Computerdings. Deswegen habe ich ja gesagt, blink mal einmal, damit ich das sehe. Aber der hat kein Allrad oder kannst du Allrad doch, zusetzen? Das ist Allrad. Also, der hat mehr, Allrad. Mehr geht nicht bei dem. Das ist zuschaltbarer Allrad. Und hier hat er sein Tempomat? Ja, genau. Dein Tempomat ist auch an Bord. Ja, voilà. Mehr geht bei dem nicht. Das ist der Dacia mit der meisten Ausstattung überhaupt. 22.000 Euro für ein Dacia Duster. Heftig. Aber ich muss ehrlich sagen, Hamid, Respekt an dich, ganz ehrlich, weil ich wollte dich jetzt mal so richtig in die Pfanne hauen. Weil normalerweise hockst du in einem Bentley, in einem Rolls-Royce, im Ferrari und fährst das beste Leder der Welt an. Und jetzt hast du hier Hartplastik. Respekt, dass du das hinbekommen hast. Du hast sofort den Faden gefunden. Sofort. Krass. Also Freunde, das widerspricht eigentlich genau dem, was ich am Anfang gesagt habe. Der Typ kennt sich nicht nur mit teuren Autos aus. Nicht schlecht. Entschuldigung, wir sind Dacia Duster, ist ein schönes Auto. Das ist Kult. Das Auto ist Kult. Ja, definitiv. Also ich meine, guck mal, wie viel Auto du für relativ wenig Geld bekommst. Klar. Keyless Go sogar, sehe ich gerade. Richtig. Premium Duster geht nicht mehr. Ist das eine Sonderausführung, oder? Nö, es ist einfach diese Celebration, die höchste Variante, die du kaufen kannst, mit dem stärksten Benziner, 150 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment. Wahnsinn. Sechsgang-Handschalter und Allrad. Geil. Jo. Krass, dass du auch von den Wieso hast du das hier abgeklappt? Ach so, weil der Duster steht. Ach so. Es hat alles Plastik. Alles trotzdem, Plastik. Ne? Es sieht gut aus, es klappert nichts. Ja, noch nicht. Noch nicht, aber... Ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde das richtig geil. Richtig geil. Die Nummer ist mega. Und endlich sitze ich mal wieder in einem Duster. Geil. Jetzt jedes Mal, wenn du bei Grip irgendeinen Vergleich ziehst mit dem Dacia, denkst du an diese Nummer. Ja, dann kann ich ja nicht mehr sagen, zum Beispiel 5 Duster. Dann muss ich ja nur noch sagen 2. 2 Duster, du sagst es. Heftig, dass die so teuer geworden sind. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, das ist jetzt hier volle Hütte. Du kannst natürlich den Duster auch für deine 12.000 Euro bekommen. Genau. So, meine Damen und Herren, dann Hamid, Respekt, ich ziehe meinen Hut. Danke dir, das vielen Dank. Das ist schon krass. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass du das so easy rausfindest. Krass. Geiler Scheiß. Ich bin mal gespannt, was du nächstes Mal rausholst. Ja, ich muss mir was Neues überlegen, weil das war wohl zu einfach. Gleich mal ein Oldtimer. Stimmt, guter Punkt. Ja. Alles klar, Freunde. Schreibst du unten in die Kommentare. Nein, das darf ich jetzt nicht fragen, weil dann weißt du es ja auch gleich schon. Ja, deshalb, ich überlege mal was. Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich liken und abonnieren nicht vergessen, Freunde. Ciao. Tschikowski. Ciao. Sau! Ich hab gedacht, ich hab dich jetzt.